Lichter ausschießen. Und da haben wir ja schon ein bisschen was aufgebaut. Als Tipp sozusagen, ihr müsst mit einem Fußball diese Lichter ausschießen. Und Kevin Großkreuz freut sich schon, dass du ihn wahrscheinlich gleich wählen wirst. Denn ich nehme mal an, du wirst weiterspielen und nicht mit den 20.000, was du dürftest, jetzt nach Hause gehen. Aber ich frage dich natürlich trotzdem, wie ist deine Entscheidung? Spielst du weiter oder nicht? Hat das Publikum, hat jeder einfach mal so 20.000 Euro zu Hause und sagen, spiel mal weiter? Scheinbar nicht. Hammer. Nee, also, aber vielleicht finden die sich ja, finden die dich ja so sympathisch. Ich habe schwer gehofft, dass ich dem Ansatz dachte, cool, dass ich mit der Hand werfen kann. Ach so. Luna, wenn du jetzt rauskommst, wer kommt dann da vorbei? Ja, ich spiele weiter. Natürlich, Matthias Steiner spielt weiter. Zweite Frage. Gegen wen? Also, ich vermute, Kevin Großkreuz kann Fußball spielen. Weil die einen sagen so, die anderen sagen so. Ob Kim Trenker, Nein. Die sind einfach nur ganz cool drauf. Immer so drauf. Ob Echo also, Fußball Echo, spielen kann, Echo weiß ist mit, ich nicht. Mit Sicherheit ein Hobbysportler, Hobbyfußballer, der spielt definitiv in irgendeiner... Oder traust du dich, eine Dame zu nehmen? Weißen Schauspielfan, spielt Jörn Schönfeld. Wo man vielleicht glaubt... Privatfußball? Nein, mach ich nicht! Können's alles. Borke kannst sowieso. Ich bin also, drauf, ey. Kann ich am allerwenigsten drauf im Fußball. Ich weiß immer, wo die Bälle sind. Also, Frauen haben Gefühl. Pass mal auf, warte, Moment, nur ganz kurz, Buschi, du weißt das. Kevin Großkreuz, ne? Ja. Der ist doch Fußball-Weltmeister und hat nicht ein einziges Spiel gespielt. Ja, aber das ist eben. Ja, ja, Moment. Aber das ist tatsächlich. Jetzt frage ich mich, warum nicht? Nein, das ist ein guter Gag, aber du musst in diesen WM-Kader, musstest du ja erstmal reinkommen. Wir wollen ihn jetzt nicht fertig machen, aber nein, ich glaube, ich würde ihn auch wählen. Nee, Matthias, was ist deine Wahl? Jürgen Schlohn, Schlimm, Vogt. Ist noch da. Ich nehme die Dame tatsächlich. Gustav, ich bin feig und nehme die Dame. Du bist feig und nimmst die Dame. Wobei feig ist eigentlich Quatsch, weil ich glaube sogar, dass sie einfach das besser kann als ich. Luna Schweiger, Schauspielerin, hat aber auch in solchen Shows Erfahrung. Schlag den Star, Ninja Warrior war sie dabei, im Quizduell war sie dabei. Und ich bin mal gespannt, ob Matthias sie da nicht unterschätzt. Nein, und um Gottes Willen, das hat Matthias. Darum ging es gar nicht. Alles gut. Ich werde jetzt Luna mal eine Frage stellen und die wird sie ehrlich beantworten. Luna, in der Schule, ein Mannschaftssport. Welchen Sport hast du da gerne gespielt oder sogar betrieben dann? Also ich habe Fußball gespielt. Oh! Auch nur Jungs, Fußballmannschaft. Und war Torschützenkönigin. Was warst du? Bitte in der Torschützenkönigin. Nochmal? Ich war auf einer Jungs-Fußballmannschaft Torschützenkönigin. Sie ist zwar Schauspielerin und könnte das jetzt auch spielen. Aber es ist sehr lange her. Es ist Fakt. 12 Jahre. Eins war echt verdächtig. Du bist so schnell aufgesprungen, du hast dich echt gefreut. Ja. Und da hätte mein Hirn einsetzen müssen, aber es hat nicht. Und so lang kann das nicht her sein. Höchstens vielleicht 3 Jahre. Du bist ja noch nicht so alt. Ja, weil ich habe. Aber wenn es eine Niederlage wird, dann wird es eine schöne Niederlage. Matthias. Ich hoffe, es klappt. Matthias. Ich freue mich echt. Alles gut. Ich freue mich auch. Matthias. Ich schätze dich gar nicht. Ja, bitte, hier bin ich. Ich habe keine Augen für dich. Du wirst es dir nicht vorstellen können, aber du darfst die Mütze wieder absetzen. Nein, die finde ich cool. Weil wenn es jetzt nämlich hier, na, dann kann ich immer mehr versinken darunter. Muss ich die absetzen? Nein. Danke. Also, hier jetzt die genauen Regeln. Ihr müsst mit einem Ball das Licht ausschießen, das gerade aufleuchtet. Das Gute ist, ihr dürft aus der Hand schießen, nicht vom Boden aus, weil das wäre tatsächlich zu schwer, aber hinter der Linie bleiben. Okay, aus der Hand darf geschossen werden, aber hinter muss der... Muss aber nicht, oder? Muss nicht, aber es macht es wirklich einfach. Okay. Sobald ihr also ein Licht getroffen habt, dann leuchtet das nächste Feld auf. Am Ende des Programms leuchten alle 4 Ecken gleichzeitig auf und sind alle 4 ausgeschossen, wird die Zeit gestoppt. Wer das Programm in der kürzeren Zeit geschafft hat, gewinnt das Spiel. Ihr habt eine Maximalzeit von 5 Minuten, um die Lichter auszuschießen. Sollte es beiden in dieser Zeit nicht schaffen, gucken wir, wer im Programm weiter war. Ja.
Rot würde anfangen. Also Matthias, Luna, komm erstmal nochmal hier rüber. Du kriegst jetzt eine Brille auf. Ja. So, und während Elton da die Luna ausstattet, für Matthias geht es hier um den dritten Sieg. Er stünde dann bei 30.000 und würde ihm noch ein Sieg fehlen. Wenn er hier gewänne, wir sind im Konjunktiv unterwegs, dann würde er um den Gleichzug mit René Caselli spielen. Dann stünde er vor einem möglicherweise vierten Sieg. Aber jetzt warten wir erstmal ab, was hier passiert. Du siehst also, die 5 leuchtet. Das ist deine erste Zahl. Es gibt natürlich auch keinen Probeschuss. Sobald ich sage, es geht los, läuft die Zeit. Wenn die Bälle zurückprallen, nimm lieber hier raus. Ne? Mhm. Wenn die natürlich in deine Arme, kannst du eher fangen. Die kommen immer wieder hier. Die kommen immer wieder. Aber immer hinter der Linie, beim Schießen. Ja, alles klar. Okay, wenn du sonst noch Fragen hast, lieber jetzt. Ja, nee. Aber du wirst es sehen, wenn es losgeht. Alles geklärt. Gut, dann die Zeit läuft. Ja, da sehen wir schon, dass das gar nicht so einfach ist. Das war ein Randtreffer. Das war die Wand nicht getroffen. Kann passieren. Das ist nicht so einfach. Und wenn er mit ordentlich Bums schießt, dann fliegen die auch in die Walachei. So, da sehen wir die Schwierigkeit. Aber ganz sicher, für die meisten wäre das ohne aus der Hand zu schießen deutlich schwieriger vom Boden aus, den da oben hinten. Aber er hat echte Probleme jetzt mit der 3. Und zwar erhebliche. So, ja, jetzt stell ich doch dahin. Jetzt geht's zentral oben auf die 2. Jawohl, die hat er. Jetzt die 4. Jetzt scheint er so ein bisschen den Rhythmus zu haben. Da ist er zu hoch. Jetzt ist die 8 aus. Links oben die 1. Aber er scheint jetzt ein bisschen... Pass auf die Linie auf. Er scheint jetzt ein bisschen reinzukommen. Kaum sag ich's, gibt's die nächsten Fehlschüsse. Und zwar immer auf die gleiche Stelle. Der war knapp. Der nicht. Oh, und da lässt er wieder Zeit liegen. Wie gesagt, bei beiden das identische Programm. Werden wir also genau die Trefferreihenfolge bzw. die Leuchtenfolge gleich bei Luna haben. Rechts unten ist es jetzt angesagt. 5 Minuten Gesamtzeit. Pass auf die Linie auf. Aber wir sind erst bei 75 Sekunden. Also der ist noch gar nicht so lange zugange. Und der schnauft schon ganz schön. Da ist die 9 getroffen, jetzt geht's auf die 4. Ja. Aber er ist nicht zu hektisch, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Er überdreht da nicht wie so ein Zappel-Philipp. Ich weiß nicht, wie viele Zahlen insgesamt aufleuchten. Ich würde rein vom Gefühl her sagen, so ganz ewig wird das nicht mehr dauern. Jetzt links unten die 7. Ja, jetzt die 6. Aber es geht natürlich jetzt auch an die Kondition. Keine Frage, wir merken das. Der pumpt ganz schön und er ist sehr muskulös. Jetzt alle 4. Und er ist gut in der Zeit. Er ist sehr gut in der Zeit. Etwas über 2 Minuten erst. Die 9 ist weg. Die 7 noch, die 3 noch, die 1 noch. Die 7 ist weg. Oh, das sieht gut aus von Matthias Steiner. Das Ganze unter 2,5 Minuten im Moment noch. Ein Treffer noch. Bleibt da unter 2,5. Ah. Ah, jetzt. Da ist es. 2:28:02. Das war eine gute Leistung. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das für Luna Schweiger machbar ist. Das kann alles oder nichts sein. Ja. Darfst du wegziehen? Ja. Aber das waren noch keine 5 Minuten. Ich hoffe. Er hat 5 Minuten insgesamt Zeit. Also in den 5 Minuten muss er es schaffen. Okay, ja. Nein, das waren keine 5 Minuten. Das hast du sehr gut. So, aber du musst dich natürlich trotzdem anstrengen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das wird. Falls ein Ball verspringt, du darfst dir Bälle holen, du darfst dir die hier rausnehmen, du darfst sie wieder fangen, nur geschossen hinter der Linie. Ich werde ein, zwei Mal, habe ich bei Matthias auch ein bisschen Auge zudrücken. Versuch aber so gut es geht, hinter der Linie zu bleiben, sonst gibt es Ärger von mir. Du siehst also... 5 leuchtet schon, dann musst du quasi als erstes raufschießen und dann kommt die nächste Zahl. Du kannst jederzeit überall die Bälle holen, schießen nur hinter der Linie. Und wenn ich sage los, dann fängt deine Zeit an. Und ganz kurz noch als Tipp, das dürfen wir sagen, nicht überdrehen, nicht hektisch werden. Das ist Tipp, ja, danke. Ich glaube, die Kopfhörer waren jetzt für die Katz. Matthias, reiß dich zusammen und setz die Kappe ab.
Du bist sonst bereit? Ja, ich bin ready. Okay, dann läuft die Zeit jetzt. Sonst nimm hier einen anderen Ball. Die Zeit liegen, wenn sie jeden Ball hinterherläuft. Technik ist gar nicht schlecht. Also, dass sie schon mal vor den Ball getreten hat, sieht man. Muss jetzt einfach irgendwann in den Rhythmus kommen. Das war bei Steiner ganz ähnlich. Erstmal reinkommen, ja, ja. So, da ist der Treffer. Jetzt geht's auf die drei. Scheiße. Ja, die Technik ist nicht schlecht. Scheiße. Ja, sie ärgert sich da zu viel. Er ist knapp gewesen. Wir haben immer die Uhr links unten im Blick und können jetzt schon erahnen, dass es sehr, sehr schwierig wird für Luna Schweiger. Die wird gleich sehr wahrscheinlich Platz nehmen in der Losers Lounge, auch wenn der nächste Treffer kommt. Aber da muss sie jetzt schon fast jeden treffen. Sie zu Hause können das genauso nachspüren, nachempfinden wie ich. Denn wir haben ja vorher die Abfolge der Zahlen bei Matthias Steiner gesehen. Und das waren schon einige, die da aufgeleuchtet haben. Und da fehlt noch einiges bei Luna Schweiger. Aber nochmal Respekt. Das ist eine gute Schusstechnik. Aber das wird im Normalfall, da sie jetzt innerhalb einer Minute fertig werden müsste, nicht reichen. Alter. Ja, aber schön mit dem Vollspann. Es ist eben die Genauigkeit, die da nicht klappt. Fuck! Ja, das wird Alter. Nicht klappen. Nee. Ja, aber sie macht gnadenlos weiter und das ist natürlich richtig. Ehrgeizig ist sie, darum geht's bei Schlag den Besten. Aber das können wir jetzt schon sagen, denn da fehlen einfach noch zu viele Zahlen. Wir haben noch etwas über 20 Sekunden, bis die Steiner-Zeit abgelaufen ist. Matthias Steiner wird gleich bei 30.000 Euro stehen. Aber dann bricht er doch ab, hat seinen oder? Dritten Sieg, aber sie muss ein bisschen liefern. Ja, aber ich schwöre. Also Steiners dritter Sieg bei Schlag den Besten, gewinnt er noch ein Spiel. Dann zieht er gleich mit René Caselli. Aber Chapeau für Luna Schweiger. Mann. Ich hab echt Fammel gehabt vor dir. Hallo, alles gut. Ja, Luna, Schuhe zu binden, genau. Nicht, dass man noch stolpert. Luna nimmt leider. Scheiße, ich war so ready. Ja. Luna Schweiger.